herzlich willkommen zu Der Tag bei Ländle TV. Sie ist ein wichtiger Motor fürs Ländle, die Industrie. Wie es ihr momentan in dieser Phase des Jahres geht, wir haben bei Sektionsleiter Markus Komploy mal nachgefragt. Wie geht's der Vorarlberger Industrie im Angesicht einer Pandemie, die das ganze Weltgeschehen beeinflusst? Um es gleich vorwegzunehmen, der Vorarlberger Industrie geht's gut. 14% der Unternehmen erwarten trotz Corona-Nachwirkungen sogar einen Zuwachs. Mit welchen Herausforderungen sich die Industrie konkret konfrontiert sieht und welche Forderungen an die Politik adressiert sind? Der Spartenobmann der Industrie, Markus Komploy, hat die Antworten. Wir haben die Hausaufgaben während der Corona-Zeit doch gemacht und man hat auch gemerkt, dass wir sehr resilient in Bezug zu Krisen sind. Wir haben aber doch sehr große Herausforderungen. Das eine ist einmal die ganze Rohstoffthematik, mit daran gekoppelt auch die Rohstoffpreise und dann auch die Logistik dahinter, vor allem die Seefrachten etc. ist derzeit sehr schwer zu koordinieren. Auf der anderen Seite haben wir ein großes Thema auch im Vertriebsbereich, also die internationalen Reisen, vor allem die Fernreisen für unsere Vertriebsmitarbeiter sind immer noch sehr schwer oder kaum möglich. Und der dritte Bereich ist der Mitarbeitermangel, der sehr akut ist, und zwar über alle Qualifikationsstufen hinweg. Also nicht nur die hochqualifizierten Mitarbeiter, sondern auch angelernte Mitarbeiter etc. sind derzeit sehr schwer zu bekommen. Und wenn man die gute Lage, Ertragslage oder Situation anschaut und die großen Herausforderungen, sind doch nur 14% unserer Industriemitgliedsbetriebe vor dem positiven Ergebnis einer höheren Ertragslage. Alle anderen haben eben das Thema mit der guten Wirtschaftssituation, mit den großen Herausforderungen, dass am Ende des Tages doch eher weniger übrig bleibt wie mehr. Um den Aufschwung auch möglichst gut zu erwischen, unternimmt die Industrie eine Reihe von Schritten. Wir versuchen jetzt den Aufschwung in die Zukunft mitzunehmen. In drei verschiedenen Bereichen. Einmal investieren wir unseren Cashflow, das, was wir verdienen, wieder in den Standort, in unsere Betriebe. Der Großteil wird hier in Vorarlberg investiert, um den Industriestandort, Wirtschaftsstandort hier in Vorarlberg abzusichern, aber auch um den Wohlstand unserer Mitarbeiter oder der Vorarlberger Bevölkerung abzusichern. Der zweite Punkt, den wir sehr stark forcieren, ist unsere innerbetriebliche Ausbildung, sprich die Lehre. Wir sind da mit neuen Lehrberufen unterwegs, versuchen die Lehre wieder doch deutlich attraktiver zu machen, mit tollen Ausbildungsplätzen und aber auch neu jetzt mit der Kooperation mit dem Gewerbe, mit dem Lehrlingsbonus Plus, den wir eingeführt haben, um die Lehre für Jugendliche und vor allem auch die technische Lehre für junge Frauen noch attraktiver zu machen. Und im dritten Bereich sind die berufsbildenden Schulen, da speziell unterstützen wir die 3 HTLs hier in Vorarlberg. Die Forderungen an die Politik sind klar formuliert. Einmal haben wir das ganze Thema Schulbildung, Absicherung der Pflichtschulbildung. Wir orten hier große Defizite, speziell im Bereich sinnerfassendes Lesen, dass unsere Jugendlichen nach 9 Jahren Pflichtschule teilweise nicht sinnerfassend lesen können. Der zweite Punkt, den wir von der Politik fordern, ist der ganze Bereich Nachhaltigkeit, Klimaziele. Als dritten Forderungspunkt an die spezielle Landespolitik fordern wir den Ausbau der Kinderbetreuung, um Familie und Beruf, speziell unserer weiblichen Mitarbeiter, zu ermöglichen. Und um die weiblichen Fachkräfte schneller wieder in das Berufsleben zu integrieren, ist es nötig, ein breit ausgebautes und früh zur Verfügung stehendes Kinderbetreuungsnetz in Vorarlberg aufzubauen. Und da sind wir im Vergleich zu den anderen Bundesländern oder anderen Ländern überhaupt sehr weit hinten und haben da noch sehr großen Aufholbedarf. Zusammengefasst, mit einem hohen Ausbildungsniveau in den Vorarlberger Betrieben, Förderungen von Zukunftstechnologien und Investitionen zur Standort- und Wohlstandssicherung. Gefordert werden, Anreize statt Verbote schaffen und auch ein zuverlässiges Kinderbetreuungsnetz, welches beiden Elternteilen ermöglicht, Teil des Aufschwungs zu sein. Hunde, Katzen oder Meerschweinchen, diese Vierbeiner kennt fast jeder als Haustiere. Aber Alpakas? Wenn es nach Michael Müller aus Thüringer Berg geht, lautet die Antwort ganz klar ja.
Neben Gruppenwanderungen mit den Tieren bietet der Logistikfachmann auch romantische Einzeltouren an. Wie das ausschaut, wir waren mal dabei. Hunde, Katzen, Hasen oder auch Meerschweinchen. All diese Haustiere sind bei uns nichts Besonderes. Unser Xieberger der Woche hält aber ganz andere Tiere, nämlich Alpakas. Aber wie kommt man dazu, in Thüringer Berg Alpakas zu halten? Das ist eigentlich ein totaler Zufall gewesen. Ich habe da vor vielen Jahren einen Bericht gesehen in einer Zeitung von einem Züchter in der Steiermark. Und da haben wir dann eigentlich gedacht, coole Idee, mache ich auch. Also das war innerhalb von 5 Minuten entschieden. Liebe auf den ersten Blick sozusagen. Und haben dann mit meiner Familie geredet, dass wir auch das Grundstück kriegen, um den Zoo aufzustellen und den Stall. Und 5 Monate nach der Idee sind dann die ersten 3 bei mir eingezogen. Michael behält seine Alpakas allerdings nicht nur für sich. Er teilt seine Freude an den Tieren. Also wir haben ganz normale Wanderungen, wo Familien- oder Freundesgruppen kommen. Wir haben speziell die Single-Wanderungen. Das Single-Wandern ist so eine Art wie Speed-Dating mit Alpakas, dadurch, dass immer wieder gewechselt wird. Und am Schluss hat wirklich jeder mit jedem geredet. Und haben sich, glaube ich, schon ein paar interessante Kontakte daraus ergeben. Und wir haben ganz neu im Programm die Paarwanderungen. Da haben wir im Juni gestartet. Da gibt es zuerst bei uns im Gasthaus Sonne ein Aperitif. Und dann laufen wir eine Stunde durch den Thüringer Berg. Und danach gibt es ein Romantik-Dinner, ein 3-Gänge-Menü. Einfach mit Zeit zu zweit, schön dekoriert mit Blumen und Herzli am Tisch und Kerzen. Und das wird auch recht gut an. Einmal im Jahr müssen Alpakas geschoren werden. Die dabei anfallende Wolle wird aber nicht entsorgt, sondern weiterverarbeitet. Wir machen da Bettdecken, Kissen, Unterbetten, Babyschlafsäcke, Wohnzimmerdecken, Kappen, Schals, Handschuhe, also alles Mögliche. Michael hat einen besonderen Bezug zu seinen Tieren und er weiß genau, was für ihn den Reiz der Alpakas ausmacht. Das Entspannte. Also nach einem stressigen Tag im Büro, man geht in den Stall, man futtert und man ist total entspannt nach wenigen Minuten schon. Und das ist schon die Rückmeldung, die von der Tourenteilnehmer kommt. Alpakas sind ja grundsätzlich bei uns nicht heimisch, fühlen sich aber in Thüringer Berg sichtlich wohl. Und bitte nicht mit Lamas verwechseln. Ein Lama ist größer und ein einiges schwerer. Aber sie sind ganz eng verwandt. Die Alpakas kommen ursprünglich aus Südamerika, hauptsächlich in Peru und Chile. Die leben dort auf 3.000 bis 5.000 Meter. Und ja, werden immer beliebter bei uns in Europa. Also es gibt immer mehr, die die Alpakas halten. Alpaka-Wanderungen rund um den Thüringer Berg und anschließend ein kleines Souvenir zum Mit nach Hause nehmen. Das bietet Michael Müller, unser Xieberger der Woche. Ja, das war's mit der Tag auf Ländle TV. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und jetzt noch viel Spaß beim Kachelmann-Wetter. Der Donnerstag startet vom Bodensee bis zum Vorderwald und überm Rheintal mit einer dichten, hochnebelartigen Bewölkung. Vom Arlberg bis ins Montafon überwiegt bereits der Sonnenschein. Im Laufe des Vormittags lockert es auch in den trüben Regionen auf und danach stellt sich im ganzen Land ein Mix aus Sonne und teils dichter Quellbewölkung ein. Es bleibt trocken und die Temperaturen steigen auf 18 Grad in Gaschurn und auf 22 Grad in Feldkirch. Am Freitag wird es noch eine Spur wärmer mit bis zu 24 Grad und dazu stellt sich erneut ein Sonne-Wolken-Mix ein. Am Samstag überwiegt der Sonnenschein, bei bis zu 28 Grad wird es wieder sommerlich warm. Am Sonntag viel Sonne und bis zu 30 Grad, erst im Laufe des späten Abends von der Schweiz her teils heftige Gewitter.